Mich interessieren schon Leute mit einer kleinen Macke. Das muss ich zugeben. Kinder sind ausgezogen und dadurch ergaben sich auch neue Chancen, nämlich zum Beispiel dieses Zimmer, was frei wurde und was dann mein Arbeitszimmer wurde. Virginia Woolf hat ja schon gefordert, ein Zimmer für mich alleine. Als ich das eigene Zimmer hatte, dann dachte ich sofort, jetzt muss ich was draus machen. Es war nicht ein Entschluss, es war ein Experiment. Mein erstes Buch war Der Hahn ist tot. Das war der Meilenstein in meiner späten Karriere. Frauen sind bei mir in der Regel nicht die Opfer, sondern die Akteure. Sie möchten was ändern. Und in meinen Büchern machen sie das. Rosemarie Hirte hatte immer nur Enttäuschungen erlebt, mit Männern keine gute Erfahrung gemacht. Und nun wollte sie sich mit 50 oder mit Anfang 50 wollte sie sich noch einmal glücklich verlieben. Naja, und da waren viele Hindernisse im Wege. Beate, meine einzige Freundin, ich werde dir nicht wehtun. Du sollst schnell sterben. Kopfschuss, das ist es, sofort bewusstlos, Hirnblutung und aus. Das fand ich schon sehr böse von mir, dass ich eine Unschuldige umgebracht habe. Ich hatte danach auch wirklich so ein schlechtes Gewissen, dass ich einige Tage nicht mehr schreiben konnte. Ganz am Anfang, als ich neu war und das erste Buch veröffentlichte, da sagte dann mein Verleger zu mir, ja, und jetzt müssen Sie auch auf Lesereisen gehen. Und ich sagte, nein, ich nicht. Ich denke gar nicht dran. Ja, warum denn nicht? Ja, ich habe einen kleinen Sprachfehler, sagte ich. Ich lispele. Das macht gar nichts. Wer eine kleine Macke hat, den merkt man sich eher. Und das gefiel mir nun auch nicht so besonders, dass ich wegen einer Macke im Gedächtnis bleibe. Dann habe ich meine Brieftasche immer angekettet. Warum angekettet? Weil, wenn jemand in meine Tasche greift, das klappt nicht. Er müsste mir schon ein Messer anlegen. Da ist nun Geld drin und meine Ausweise und Checkkarten drin. Auch wenn ich ein Nickerchen im Zug halte. So. Ich will in meinen Büchern eigentlich die Selbstgerechtigkeit der Leser ein bisschen ins Wackeln bringen, dass sie denken, ja, irgendwie, ich kann es verstehen. Ist manchmal ein kleiner Schritt von einer bürgerlichen Existenz zur Kriminalität. Außerdem habe ich in meinem langen Leben festgestellt, dass Leute im Liebeswahn auch zu allem Möglichen fähig sind. Auch ganz alte Kränkungen können irgendwie da ans Tageslicht kommen. Heke bewegte sich, wimmerte, lebte. Das durfte nicht sein. Ich nahm den Revolver, ging zur Balkontür, zielte aufs Herz, schoss und traf sie am Kopf. Sie sackte zusammen. Ich dachte, als ich das erste Mal hierher kam, es müsste ein Betonklotz sein, so ein Riesending. Ich war ganz beeindruckt, dass das so ein hübsches Haus auch ist, ne? Bitte.
Albrecht Dürrenmatt? Hast du ihn auch noch kennengelernt? Nein, leider nicht, leider nicht. Highsmith? Habe ich auch nicht mehr kennengelernt. Auch nicht mehr. Da kam ich gerade zu euch und kurz darauf ist sie gestorben. Ja. Der Wunderbare. So, wir sind dann hier noch. Hier. Die Gabi Gerster hat schon die Astrid Rosenfeld fotografiert. Ja, gut. Und klasse, oder? Das sind großartige Fotos. Und du siehst, sie kann auch jemanden mitnehmen, der dich schminkt, der dich ein bisschen stylt, je nachdem. Weißt du, es kommt auch bei mir immer natürlich drauf an, auf die Tagesform. Zum Beispiel heute bin ich sowas von müde. Ja, also auf die Reise, solche, auf dieses Wetter. Nein, ich habe die ganzen Tage so schlecht geschlafen. Ja. Man sieht immer nur die Schwachstellen von sich selber. Ja, ja. Und man ist dann immer ganz entsetzt, genauso wie bei einem Foto. Dann sagen die anderen, so siehst du doch aus. Ne? Man sieht ganz schrecklich aus. Und meint eigentlich, man wäre viel schöner, denn im Spiegel macht man... Ich wusste auch jetzt, dass sie über meine Kleidung sprachen. Diese jungen Dinge hatten natürlich ein Auge dafür, dass ich mich in der letzten Zeit um mehr Jugendlichkeit bemühte. Im Nu hatten die einem etwas angedichtet. Den Jakob Antoni, ja. Mit Heinz. Ja. Und hier ist Patrick Süßkind. Ja. 1996. Alle Autoren, die hierher kommen, verewigen Benedikt sich. Benedikt Wells hat auch eine Katze gemalt. Ja, ich kenne die alle. Wo bist denn du? Da komme ich schon. Da bin ich. Ja, Ingrid Noll. Halb zugedeckt. Ja. Der Hahn ist tot. Das ist der Wächter, schau mal. Manfred Dykes. Eine Frau mit durchaus stattlichem Busen. Das Alter ist mit vielen Molesten verbunden, aber die Alternative gefällt mir auch nicht. Die Katzenfreundin. Sie hatte immer Katzen und hat auch oft irgendwas geschrieben, wo die Katzen vorkommen. Wichtig war natürlich, dass wir beide nicht geurteilt oder verurteilt haben, sondern einfach einen Menschen gezeigt haben, wie er ist. Der alltägliche Schrecken, das ist natürlich auch was, was mir am Herzen liegt. Der alltägliche Wahnsinn. Auch, dass wir beide irgendwie so ängstlich sind auf Reisen, den Koffer nie unbewacht lassen. Konntest du dich ein bisschen ausruhen? Ja, aber im Kopf kreist es noch ein bisschen rum, natürlich. Ja. Ne? Du hast einen großen Fan hier drin. So, dann tun wir die Schirme mal hier rein. So, und wen begrüße ich jetzt? Darf ich vorstellen? Herr Graf, Ingrid Noll. Hallo, und wieder gesund. Ja. Das freut mich aber sehr. Nichts für die Waschmaschine, nein, aber wunderschön. Nein, ja. Einmal tragen, dieser Stoff zum Beispiel. Ja. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Mit diesen Pailletten. Ja. Ich lese alle ihre Bücher. Guck ich mal hier. Ich mag einfach ihre Feinfühligkeit, die sie hat und das ganz normale Leben beschreibt. Und alles ist so alltäglich und plötzlich passiert dann was und dann ist man so... Aber Sie haben keine Angst vor mir, ne? Nein, nein. Auf den bin ich gleich geflogen. So eine Bluse, denke ich, in einem schwarzen Anzug mit drin. Mit kurzen Ärmchen so. Ja. Ich schaue kurz auf die Uhr. Wie sehen Sie das? Zeitlich, es ist kurz vor 20 vor. Ja, um Viertel vor geht's los. Das wäre gut, aber wenn das Ihnen zu knapp ist, können wir gut abschieben. Nein, ich bin ein Zirkuspferd. Super. Ich bin schon sehr müde, muss ich sagen. Aber das kommt daher eben, weil ich die letzten Nächte und gerade die allerletzte viel zu wenig geschlafen habe. Mir macht es noch Spaß, weil ich auf diese Weise auch mal entfliehen kann. Das ist ja, ich bin eigentlich
vom Wesen her etwas vagabundig veranlagt. Ich treibe mich gerne mal irgendwo ganz anders rum. Das habe ich immer gern getan. Also ganz alleine, nicht so im Urlaub mit Mann und Kindern so irgendwie rum, sondern ganz alleine mich in einer wildfremden Stadt treiben lassen. Wie ist denn das Licht? Da habe ich so ein kleines Lämpchen, ne? Genau, denn es wird ja jetzt doch dunkler. Genau. Und Sie haben sogar zwei von beiden Seiten, die können wunderbar. Sie flexibel richten. Perfekt. Ich denke, das wird, da werden Sie was sehen. Wunderbar. Ich erinnere mich, beim letzten Mal kamen zwei Enten angeflogen aus der Limmat und haben sich zu meinen Füßen niedergelassen und haben andächtig zugehört. Und Enten hatte ich sonst noch nie als Publikum. Gelegentlich ein Hund, schon mal ein Dackel, der wahnsinnig schnarchte. Und ich guckte immer, wer ist das jetzt? Zum Beispiel, hier ruhen meine Gebeine. Ich wollte, es wären deine. Und dann. Sonst bei ja, so Krimis ist ja so, dass man denkt, hoffentlich kriegen sie den Mörder. Und hier denkt man, hoffentlich kommen sie damit durch. So herrlich böse. Sehr starke Person. Etwas schwarze Seele. Ja. War zum ersten Mal bei Ihnen. Ja, man muss ja mal anfangen. Und wer weiß, wie lange ich es noch mache. Für wen ist es? Für meine Mutter. Wenn Sie bitte Bärbel Ella Bertha Hermine draufschreiben. Also mit Bärbel geht's los. Ja. Ich habe mit vielleicht 8 Jahren habe ich ihn auf die Probe gestellt. Den lieben Gott? Ja, da war eine kleine Puppe von mir war plötzlich verschwunden und ich sagte, lieber Gott, bringen Sie mir wieder. Ich zähle jetzt bis 20. Wenn sie dann wieder hier vor mir liegt, dann ist alles okay, dann bleiben wir Freunde lebenslänglich. Wenn aber nicht, dann ist Schluss. Ne? Und es rührte sich nichts. Dann hatte ich hinterher zwar schon Gewissensbisse und dachte, Erpressung ist auch nicht fein. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich, mit meinem Glauben, der war erschüttert. Bei Lesungen ziehe ich ja oft einfach eine Jacke an. So und so über meiner Bluse und an dieser Jacke sind Handschellen dran. Dann habe ich noch eine Bluse, die eigentlich für eine Kriminalautorin sehr gut passt. Das sind alles Knarren drauf. Ich wollte die eigentlich gar nicht kaufen, aber meine Tochter sagte, sei doch nicht so feige. Das ist das Haus, in dem ich geboren wurde, in Shanghai. Das war damals schon so ein kleines Privathospital, das mein Vater betrieben hat. Ja, also vielleicht mit 10 Zimmern oder so, nicht ein riesen Krankenhaus, sondern ein kleines. Und da wohnte man drin und hatte eben auch mehrere Zimmer als Hospital. Dr. Noll's Private Hospital. Hier sieht man uns Geschwister. Das war 1940. Ich bin damals also 5 Jahre alt und bin dieses Mädchen hier, das da, das bin ich. Ja, mit einer Puppe. Ja. Hier bin ich vielleicht 1 oder 2 Jahre alt und habe chinesische Kleider an. Ja, ich kann mich aber nicht dran erinnern und hatte 2 winzige Zöpfchen, Xiaobitze hieß das auf Chinesisch. Mein Vater war ein sehr charismatischer Mensch.
Er konnte wunderbar erzählen und jeder hörte ihm gerne zu. Wir waren dann stolz, wenn wir Besuch hatten, wenn wir Freundinnen eingeladen hatten, Freunde. Und mein Vater legte dann manchmal los, nicht immer, und erzählte abenteuerliche Geschichten und alle hingen an seinen Lippen. Ich hatte zum Beispiel ja nur den großen Bruder und zwei kleine Schwestern. Und ich fand es schick, eine große Schwester zu haben, die schon so ganz erwachsen war. Die hatte ich aber nun mal nicht und habe sie mir erfunden und sie Ellie genannt. Und Ellie war dann oft bei mir, bis irgendwelche Freunde meiner Eltern sagten, wo ist sie denn eigentlich, deine Ellie? Wir sehen gar keine Ellie. Und ich war vielleicht 4 und sagte ganz kühn, Ellie sitzt gerade in Moskau im Gefängnis. Und meine Eltern waren ganz entsetzt. Bist du wohl still? Was erzählt das Kind denn da? Es ging blitzschnell, sie an den starksigen Beinen hochzureißen und mit einem kräftigen Schwung in die aufgewühlte See zu befördern. Der Aufschlag ging im Wellenrauschen fast unhörbar unter. Herr Brandt, bitte an Kasse 5. Im Unterbewusstsein sind natürlich die Romane, an denen man gerade schreibt, immer mit dabei. Und im Augenblick geht es um einen Mittagstisch. Eine junge Frau, die Mittagessen kocht für Gäste, die zahlen. Bisschen illegal ist die ganze Sache. Und ich muss mich natürlich auch inspirieren lassen. Was kocht sie denn heute? Manchmal mogelt sie nämlich und es gibt ein Fertiggericht. Guten Tag. Guten Tag. Mein Mann wünscht sich eigentlich 2 Hühnerbeine. Die sehe ich aber heute gar nicht. In manchen Romanen wird das Personal knapp, weil ich schon zu viele umgebracht habe. Und dann muss ich wieder aufstocken. Aber in dem jetzigen Fall, glaube ich, komme ich mit denen, die ich habe, ganz gut aus. Ja. Wo ist das Portemonnaie? Als ich heute im Supermarkt war, sah ich zu meiner Verwunderung, dass es eine Kartoffel namens Ingrid gibt. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, habe sie auf der Stelle gekauft. Aus den grünen Pantoffeln lugten leichengelbe Hornhautfersen heraus. Ich ekelte mich unsäglich. Was mich endgültig aus der Fassung brachte, war ein feines Rinnsal Schweiß, das langsam und stetig aus dem Hosenbein auf meine rechte Hand zulief. Zuerst habe ich es auch gar keinem gesagt, dass ich ein Buch schreibe, damit man mich nicht belächelt oder sagt, na ja, was hat sie denn jetzt wieder für Rosinen im Kopf? Das begann dann sehr plötzlich und sehr dramatisch und hat mir viel Angst gemacht. Denn ich war das ja nicht gewöhnt, dass man mich in die Öffentlichkeit zerrt, dass ich zum Fernsehen muss, zum Radio, dass man mich hier zu Hause besuchte, dass Fotografen kamen. Also ich war ziemlich verunsichert. In diesem Augenblick erreichte mich der glitschige Schweißtropfen. Und ich ließ aus einem spontanen Impuls unbeschreiblichen Ekels jählings los. Margot stürzte ab, den Fensterladen in beiden Händen. Ich möchte nicht in meinen Büchern moralisieren. Und auch nicht eine Ideologie vertreten. Das möchte ich nicht. Ich möchte gut unterhalten. Aber einen Hintergedanken gibt es natürlich schon, dass man sich vorstellen könnte, anhand meiner Protagonistin, in einer bestimmten Situation könnte ich auch kriminell werden. Wenn unsere Kinder hungern müssten, würden wir sofort stehlen. Selbstgerechtigkeit mag ich sowieso nicht besonders. Wenn man immer meint, man hätte alles richtig gemacht im Leben und man wäre ein Vorbild für andere, das stört mich sehr.
So, dann musst du sagen, was du für ein hast. Ich habe ein R. Naja. Und du? Ich habe ein E. Dann bist du dran. Wo ist es? Meine Frau konnte immer gute Briefe schreiben oder auch Aufsätze. Das konnte sie schon. Aber sie hätte eigentlich viel früher anfangen sollen, nicht zu veröffentlichen. Ne? Mhm. Und da hätte sie auch, aber auch selbst mit den drei Kindern, die waren dann auch erwachsen, geschafft. Ne? Ich weiß nicht, warum sie sich nicht so richtig getraut hat. Es gibt auch Männer, die ihre Alte wirklich mal loswerden möchten. Nicht? Ja. Frauen leben aber länger. Deswegen haben die Männer da ein Problem. Ein bisschen verdanke ich das ganze Buch meiner Mutter. Denn sie ist in Darmstadt aufgewachsen und sagte mir, ich möchte gerne mal einen Roman haben, der in Darmstadt spielt, also 1901 geboren, in ihrer Zeit. Hugo kam häufig in unser Haus. Ich war ja 2 Tage bei den Dreharbeiten dabei. Ich wurde eingeladen, mir das in Berlin anzuschauen, sowohl das Haus als auch im Studio Aufnahmen und die Schauspieler auch kennenzulernen. Es geht um ein Thema, was ich schon interessant finde, dass zwei Menschen sich immer zur unterschiedlichen Zeit lieben. Wenn der eine besetzt ist, dann möchte der andere unbedingt. Und wenn der dann wieder frei ist, ist der andere besetzt. Und das zieht sich so immer hin, sodass sie sich erst im hohen Alter eigentlich kriegen könnten. Hättest du etwas dagegen, wenn ich dich küsse? Mit oder ohne Gebiss küssen? Ich hatte ja letztes Jahr ein Klassentreffen und da dachte ich auch wieder, wie komme ich denn zu so alten Tunden da? Ich bin doch selber ganz anders und viel jünger. Und dann merkte ich aber, wie die anderen mich auch mit großem Befremden betrachtet haben und genau das Gleiche dachten. Hier bin ich mit dem Regisseur Rainer Kaufmann, der auch die Apothekerin verfilmt hatte. Ich habe die Apothekerin meinem Mann gewidmet. Das war das erste Buch, was ich überhaupt gewidmet habe. Denn er hat mir damals den guten Tipp gegeben mit einem ganz speziellen Mord, dass nämlich in eine Zahnprothese eine Giftpille eingebettet wurde. Das hat er bekommen. Dann habe ich später mal das Bilderbuch Der Schweinepascha meinen Kindern gewidmet. Und jetzt das neue Buch, was jetzt erscheinen wird, das habe ich den Enkeln gewidmet. Ein neues Plakat. Aber schön, ganz oder? Frisch, ja. Ja, gut, gut. Lesezeit im Zelt. Signieren im Signierzelt. Fototermin am Stand. Videointerview mit dem Hessischen Rundfunk. Gespräch am Weltstand. Interview mit dem Deutschlandradio im Ü-Wagen. Und so weiter. Dann ist wahrscheinlich Feierabend, wenn nicht noch plötzlich was dazwischen kommt. Na, das sieht aber üppig aus. Ihren Namen bitte und den vielleicht Frankfurter Buch nehme ich ruhig hier rauf. So. Sie recht vielen Dank. Bitte schön. Entschuldigung nochmal für die Störung und guten Appetit. Danke. Ich habe noch nicht gefrühstückt, deswegen muss es jetzt mal sein. Genau.
Die ist schon trocken, die ist für Sie. Darf ich Ihnen einmal die Hand schütteln? Sie haben so schöne Bücher geschrieben. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Ich bin auch eine Fan von Ihnen. Sie wollen auch eins haben. Gerne. Aber gerne. Bitte schön. Vielen Dank. Eine so schöne. Die Rot. Da muss ich doch auch. Ich stehe jetzt näher. Hallo, hallo, hallo. Na? Hast du gut gereist? Von allen Seiten zeigt die Bluse bewundert. Sieht ja toll aus. Sehr, sehr schön. Und passt wie angegossen. Man muss aber ein Unterhemd anziehen, nee, weil, es mit weil, so, weil ja, das dann ja so ein bisschen kitzelt. Hier habe ich keins, aber da. Bis da. Ne? Toll, also toll. Du hast auch die richtigen Schuhe an, ne? Die Messeschuhe. Also mal da stehen am besten, falls es tritt da eine rein. Sie sind die Dame selber, oder? Ich bin Ingrid Noll, die diese gemeinen Bücher schreibt. Ich finde die so bin jetzt toll. Die Ruth sagte, man müsste mich kämmen. Nee. Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewuschelt. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ich verlange nur, dass du Kosten und Pflege für meine letzte Ruhestätte übernimmst und ich direkt neben meiner Frau begraben werde. Die Inschrift auf meinem Grab soll lauten: Dein Feind ist nah. Wenn es weiter nichts ist, sagte ich erleichtert, geht in Ordnung. Vielen Dank. Danke schön. Ja, fand ich auch. Wirklich auch viele. Ja, waren viele Männer. Ja, die werden mitgeschleppt. Ganz toll, Frau Noll. Danke schön, danke. Danke schön. Bitte schön, bitte schön. Hallo. Für Ute. Ein wunderbar kurzer Name. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Bin ich gekämmt? Muss ich die Frauen fragen, wie ungekämmt oder gekämmt bin ich denn? Also nicht so artig, wenn man schon alt und fett ist, will man nicht auch noch. Sehr schön. Klick, 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 klick. Ja. Ah ja, wen sehe ich denn da? Thomas Mayer. Hallo. Schön, dich zu sehen. Bin ich auch. Ja. Sehr schön, ja. Und neue Bücher? Ja, eines. Eines? Ja. Na, fein. Das hat keine Bedeutung, sondern das habe ich aus reiner Laune gemacht. Ich hätte es aber genau umgekehrt gemacht. Ja? Ich hätte da dann links. Ich will mich doch nicht verwirren. Damit die Leute alle verwirrt sind. Ich bin doch schon genug verwirrt. Wenn ich mich beeile, kriege ich noch einen Tätowierer gefunden. Nee, um Gottes Willen. Der kann das viel besser. Von der Frau Noll kann man einiges lernen. Demut, würde ich sagen. Weisheit. Lassen Sie mich jetzt reden. Humor, wobei ich nicht sicher bin, ob man den lernen kann. Aber wenn, dann von ihr. Es ist Stress. Aber hin und wieder mag ich Stress gerne. Es dürfte natürlich kein Dauerzustand sein. Gewöhnt man sich dran, dauernd die Kamera auf sich zu haben? Wenn es so nette Leute sind, dann geht es. Dankeschön. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Ingrid Noll kenne ich sehr lange, seit ich ein Jüngling bin und bin begeistert gewesen vom ersten Moment an, als ich sie kennengelernt habe. Dass man alle Bücher gut findet, das passiert eigentlich nicht sehr oft. Ja, darf man aber nicht laut sagen, als Verleger. Doch, doch, sag es ruhig laut. Helen Neuhaus, da bin ich.
Ja, da bin ich. Ingrid. Martin, welche Freude. Ja. Hallo. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das ist schon länger her, ich glaube vor einem Jahr auf der Buch. Oder anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Ja, ich war ja gar nicht da das letzte Mal. Ich war auch nur einen Tag lang da. Ja. Nimmst du Zucker irgendwie? Nee, schwarz. Nee, einfach schwarz. Vielen herzlichen Dank. Ich werde verwöhnt. Wir sind damit geschlagen, dass wir Fantasie haben. Ich habe als Kind schon durch Lügengeschichten meine Eltern sehr genervt. Und ich glaube, das werde ich nie los. Dir geht es vielleicht ähnlich. Ich habe immer den Verdacht, ich sei ein völlig träger Mensch. Und mir fällt nur etwas ein, wenn ich mir vornehme, dass mir etwas einfallen muss. Es ist nicht so. Unter Zwang. unter Zwang. Also du bist eigentlich gar nicht so träge. Du verstellst dich. Ich weiß eben nicht, ob der Fleiß vorgetäuscht ist oder die Trägheit. Ich vermute der Fleiß. Ja, wie warst du denn in der Schule? Fleißig oder faul? Faul, aber gut im Aufsatz. Genau so war ich. Ja, gut. Sag mal, sehe ich das richtig? Du hast nicht nur eine Bluse mit Revolver, sondern eine Handschelle am Revier. Ja, hältst du sie gerne? Du hast auch beim Signieren hast du manchmal Bändchen gemacht oder Apothekenstempel. Ja, oder was gezeichnet. Oder was gezeichnet. Das geht am Anfang, wenn man noch nicht so viele hat. Ja. Dann kann man sich Zeit nehmen. Aber wenn da eine lange Schlange ist, dann geht es ja nicht mehr. Bei meinem letzten Buch habe ich das herzlich weggelassen. Das war schon ein harter Entscheid. Ja, ich mach's noch. Ja. Ich habe vielleicht nicht ganz so große Schlangen wie du. Ja, ich weiß. Ja, mach's gut. Mach's auch gut, ja. Heimreise. Und gute Lesung heute. Ja, danke, du auch. Hallo, hallo. Hallo, Herr Weber. Geht's gut, ja? Es geht. Ist eigentlich bei Ihnen die Apotheke schon mal überfallen worden? Wir hatten Einbrüche, ja, und wir haben nachts Videoüberwachung. Eine lange. Na, prima. Tschüss und schönen Dank, Herr Weber. Ich freue mich auf die neue Leiche. Ja, die kommt bald. Danke, tschüss. Immer mit dem Rücken zur Wand. Ja. Das tue ich in fremden Gegenden immer gerne, weil ich dann keinen im Rücken habe und selber den Blick frei nach vorne. Also ich habe den Blick für Kriminalität. Also es gibt ja immer Leute, die hängen die Handtasche, gerade Frauen, über die Lehne, dass sie nach außen baumelt. Und das ist für einen Dieb natürlich eine Kleinigkeit, die abzuhängen. Lady in Blue. Junges Paar überholt das alte Paar. Bei meinem ersten Buch lag ich irgendwann in der Badewanne ganz entspannt. Und gute Ideen kommen ja am ehesten, wenn man entspannt ist und es nicht forciert. Dann kam mir das Lied in den Sinn und die singen das auch irgendwann, der Hahn ist tot. Und ich dachte, der Hahn ist natürlich auch ein Symbol für einen eitlen Mann. Er ist ja am Schluss in meinem Roman auch tot, aber nicht richtig, sondern nur als Mann. Er ist nämlich querschnittsgelähmt. Also als Mann ist er tot.
und wird im Rollstuhl rumgeschoben. Wenn wir von Goethe und anderen Giganten einmal absehen, gibt es auch bei Männern eine Grenze. Bei Opas in Ewalds Alter klappt es oft nur, wenn sie Frischfleisch wittern und zusätzlich Viagra einwerfen. Ups, haben Sie immer gerne gemalt. Hier ist wieder ein Papagei, der so gefräßig ist. Und das ist jetzt ein modernes Stillleben, gar nicht so ein altes. Man hatte damals noch keine CDs oder Radio oder Fernsehen, sondern die Musik war nur in diesem Moment schön, wo man sie hörte, dann war sie vorbei. Also auch was Vergängliches, die Musikinstrumente. Meine Oma schreibt Krimis. Warum? Weiß ich nicht. In meinen Büchern gibt es ein Prinzip, wenn Kinder vorkommen, denen tue ich nie was an. Die werden nie umgebracht oder misshandelt oder sonst irgendwie, sondern den Kindern in meinen Büchern geht es immer gut. Mit 90 Jahren zog meine Mutter zu uns und wohnte in diesem Zimmer, bis sie 106 war. Und hier an dieser Stelle, zwar nicht in diesem gleichen Bett, sondern in einem anderen, ist sie dann friedlich eingeschlafen. Sie war stolz auf mich, obwohl sie bei meinem allerersten Buch, als ich ihr das Manuskript zeigte von Der Hahn ist tot, lächelte sie ein wenig und sagte, niedlich. Die Haare habe ich ihr immer geschnitten. Ich habe sie aber, desto länger ich sie kennenlernte im Alter, desto mehr habe ich sie bewundert, wie sie auch dieses Alter, was ja nicht immer leicht zu ertragen ist, so klaglos geschluckt hat und einfach gesagt hat, das ist nun mal so, man kann sich nicht mehr so bewegen, man kann nicht mehr so gut sehen und hören. Sie hat da nicht rumgejammert und da kenne ich ganz andere Leute. Das neue Buch, es wird wahrscheinlich heißen Der Mittagstisch. Meine Nelly ist alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Vor diesen Frauen habe ich immer großen Respekt gehabt. Das ist nicht so einfach, das dann alles in den Griff zu kriegen. Eine gute Mutter sein, gleichzeitig Geld zu verdienen und vielleicht sogar noch einen neuen Partner zu finden. Es ist natürlich klar, wenn man einen Mann sehr begehrt und er hat eine an seiner Seite, von der er nicht loslässt, dass dann meine Protagonistin überlegt, was könnte man denn da machen? Sie weiß, dass diese Konkurrentin, die sie sowieso nicht leiden kann, dass die an einer Allergie leidet. Die Totenstarre war noch nicht vollständig eingetreten. Ich schaute angestrengt in alle Richtungen und überdachte gleichzeitig die Möglichkeiten einer DNA-Untersuchung. Für Verwirrung sorgen war sicherlich keine schlechte Taktik. Ich habe wirklich konkrete Bilder. Ich muss sehen, die steigen ein, steigen aus. Sie packen vielleicht eine Leiche so an und hieven sie so rüber. Das muss von meinem geistigen Auge genau schon fertig sein, bis ich das aufschreibe. Aber es macht mir eigentlich gar nicht so viel Mühe. Mühe oder sehr viel Sorgfalt verwende ich für die Gedanken, die die Leute im Kopf haben. Frauen haben durchaus die Möglichkeit, ein Messer zu benutzen, denn es ist stets zur Hand in der Küche. Überhaupt ist die Küche ja voll mit Möglichkeiten. Man kann sich verbrennen und verbrühen, man kann sich schneiden, ja, ganz viel, und man kann sich vor allem vergiften. Erdnüsse sind natürlich in jedem guten Haushalt auch zu finden, auch bei uns.
Auch Walnüsse können zu Allergien führen. Überhaupt ganz viele Sachen. Eiweiß, Insektenstiche natürlich. Das wäre auch mal eine gute Idee. Man kann ja zum Beispiel Wespen anlocken. Sanft. Wäre das was? Nee, das will ich nicht. Ist mir zu banal. Der Tod und ich, wir haben bis jetzt noch ein etwas feindliches Verhältnis. Ich sage, ich komme noch nicht mit. Bitte, es ist noch nicht so weit. Aber ich weiß, irgendwann werde ich mich fügen müssen. Das habe ich geträumt, dass auf einem Grabstein steht, bleib, wo du bist, nicht ruhesanft. Und das fand ich dann am nächsten Morgen, wusste ich das noch und dachte, es ist ja sehr eigenartig. Das kann ich aber irgendwie verwenden. Gläubig bist du nicht? Nein, für mich ist dann Schluss. Ja, ja. Ja. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Es ist natürlich immer ein tröstlicher Gedanke, wenn man meint, man trifft alle seine Lieben irgendwann wieder. Aber es gibt natürlich auch für Leute Probleme, die mehrfach verheiratet waren. Und dann haben sie plötzlich vier Ehegatten neben sich und müssen sich entscheiden. Kann peinlich werden. Eva! Hallo. Guten Morgen. Ne? Wollt schnell einen Kaffee bei euch? Ja, komm rein. Sie ist ein integrativer Leuchtturm in dieser Familie. Außergewöhnliche Sache, dass einen die Mutter so überholt. Also es gab richtige Anekdoten, wo ich so dachte, ach, kommt doch mal wieder auf eine Premiere, wenn ich hier in der Gegend Theater, Bühnenmusik geschrieben hatte und als die Karriere dann anfing, da hieß es dann, da bin ich leider, aber da auf Fernsehshow oder da bin ich auf Lesung. Irgendwann an, sagte, ich brauche in einer halben Stunde einen Liedertext für den Film Aimé und Jaguar. Und da haben wir ganz flott. Ja.